Ja Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Beim letzten Mal erfolgreich einen Kurierauftrag und ein Rennen absolviert. Und in dieser Folge widmen wir uns ja quasi der dritten Mini-Quest, die es in den verschiedenen Bereichen immer geben wird. Und zwar der Schlägerei. Und danach geht's weiter mit der Story. Ich weiß nicht, ob Schlägerei auch auf Zeit geht oder ob wir da einfach nur Leute umboxen müssen in ohne Waffen halt. Mal gucken. Die lokale Kunstszene stirbt aus. Mein treuloser Ehemann betrügt mich. Ich weiß es. Und die Nachbarn. Bitte erteilt ihm eine Lektion für mich. Die alte Potsau. Eine verschmähte Frau. Den betrügenden Ehemann verprügeln. Wach, alle, die Hilfe brauchen, sind hier willkommen. Es geht nicht auf Zeit. Das ist schön. Entschuldigung. Aber ich glaube. Ich will doch nur heilen. Wo ist denn die Sau? Ist der weit weg? Ach so. Verzeihung. Ein Gebiet ist das, was uns da angezeigt wird. Dann glaube ich doch fest daran, dass der irgendwo hier drin ist. Der Kerl. Oh! Entschuldigung. Oh fuck, hoffentlich geht das jetzt noch. Donato, sie gewinnt. Ich gebe auf. Diese Schlampe. Ich meine, mein wundervolles, geliebtes Weib. Ich gehe heim. Uri, ich habe etwas rumgefailt. Schnell weg, schnell weg. Ezio, schnell weg. Ezio. Was geht nur in diesem Ezio. Verlassenen Bezirk vor? Wer hat etwas gesehen? Ich. Ich wollte das gar nicht. Tut mir leid. Aber immerhin haben wir es geschafft, so läuft es ab. Wir gehen in ein Gebiet, suchen die entsprechende Person und hauen ja voll eine auf den Frack. Hab vergessen, die Waffen zu wechseln. Es tut mir jetzt leid um die nette Dame. Also ich, die war bestimmt sehr nett. Aber auf der anderen Seite hat sie mit einem verheirateten Mann angebandelt und das ziemt sich nicht. Das geht ziemlich nicht, heißt das. Ich weiß es nicht. Ihr wisst, was ich meine. Da will mal geschwollen reden und verkackt. So, jetzt ja. Ihr seht schon. Ich mache mich auf den Weg zur Erinnerung. Oh, Kiste. €196 Florin. Da sagen wir doch mal ehrlich Dankeschön. Und dann wird es Nacht in Florenz. So, wir sputen uns ein wenig. Und ja, erledigt haben wir alles. Wir haben beide Codex-Seiten gesammelt. Einzigen Questplot, den wir noch auf der Karte haben. Oh, Moment. Hier hinten, ihr seht jetzt, hier ist das nächste Rennen, was wir machen könnten, was ich aber nicht mache. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, es gibt bestimmt, wenn man alle Rennen im Spiel macht, gibt es bestimmt irgendeine tolle Belohnung. Vielleicht irgendwelche tollen Stiefel oder so, könnte ich mir vorstellen. Wenn man alle Schlägereien macht, gibt es Handschuhe oder so, ich weiß es nicht. Schreibt einfach mal bitte in die Kommentare, ob es da am Ende überhaupt eine tolle Belohnung gibt und wenn ja, bitte was. Einfach, damit ich sehen kann, machst du das jetzt vielleicht mal zwischendrin oder lässt es und gehst wirklich straight die Story durch. Das müssen wir mal gucken. Jetzt geht's erstmal zur Erinnerung. Fuchsjagd. Ach genau, wir müssen ja La Volpe finden. Das hat Leonardo uns ja gesagt. Den Fuchs in der Nähe des Mercato Vecchio aufspüren. So, und schon ist wieder Tag. Mercato Vecchio, hier ist eine Glyphe. Ich erinnere mich auch, dass die, glaube ich, auch wirklich nicht so mega leicht zu finden war.
Dio, Beato. Wie bizarr. Bondi. Da ist eine Feder. Da ist eine Wache. Ist da unten die... Da ist die Glyphe. Hab die Glyphe gefunden. Dann kümmern wir uns jetzt erstmal um die Glyphe. Danke. Sehr cool. Sie waren fast alle Helden. Aber siehst du, wie der Stammbaum unterbrochen ist? Das Netz der Geschichte fängt die Juden und Menschen stehlen, was ihnen nicht gehört. Menschen stehlen, was ihnen nicht gebührt. Brüder, Datei freigegeben. Freigeben, natürlich. Ah, das einfach. So muss der Arm. Au, 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 wir drehen. Au. Okay, also das drehen wir einzeln, das drehen wir einzeln, das drehen wir einzeln. Und dann drehen wir die beiden zusammen und können die beiden zusammen drehen. Ja, Moment, das bringt uns aber auch nicht weiter. Moment, ich bin verwirrt. Ja, nee, so wird das nichts. Die beiden drehen wir zusammen. Und die äußeren beiden drehen wir zusammen. Ja, fast. Wieder genau dieselbe Stellung wie vorher. Scheiße. So, ach, wir können das in der auch einzeln drehen. Okay. Und der Satan sprach zu Kain: Schwöre mir bei deiner Kehle, und wenn du es verrätst, wirst du sterben. Das nächste, da drehen wir auch das einzeln. Nanu, wie gehört das denn? Gehört das so? So gehört es. Das drehen wir einzeln. Das gehört dann so. Das drehen wir ebenfalls einzeln. So. Das auch? Ah, nee. Okay, da drehen wir das. Und das in der Mitte dreht sich immer zweimal. Wie muss denn das außen? So. Jetzt können wir das ja einfach wieder hindrehen. Und das außen... Ja, super. Nice. Und dies alles geschah im Geheimen. Genau dasselbe Schema wie eben.
Das Innen dreht sich immer zweimal. Ist aber egal, weil wir können ja das einzeln gegendrehen. Hm, so. Und das drehen wir auch wieder allein. Super. Und Kain sprach, ich bin wahrhaftig Mahan, der Meister deines großen Geheimnisses. Noch eins. Oh, das ist aber ein bisschen tricky. Freunde, das ist aber ein bisschen tricky. So? Sieht gut aus, ne? Finde ich auch. Da drehen sich die in der Mitte mit. Pass auf, da müssen wir erstmal das in der Mitte irgendwie mit dem Außen. Wie gehört das denn jetzt? Nee. So. Ja, so. Da drehen wir das innen. Können wir das einzeln drehen? Oh, das drehen wir mit dem zusammen. Heieiei. Und das Außen aber allein. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal das in Position drehen. Wie ist denn das in Position? So. Dann müssen wir das wieder mit dem und dann die beiden wieder. Au, eieieiei. Heidewitzka. Dann müssen wir das jetzt. So. Jetzt stimmt das nicht. Dann drehen wir das mit dem und das. So, perfekt. Darum wurde Kain Meister Mahan genannt und rühmte sich seiner Schlechtigkeit. Obacht! Das Kains Mal! Ah ja. Da sehen wir die Bilder nochmal. Passcode gefunden. Datei freigegeben. Wie viel haben wir denn schon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie viel gibt's überhaupt? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 20. 6 von 20. Also bei diesen Glyphen werde ich sehr, sehr akribisch sein. Habt ihr auch schon gemerkt, da bin ich sehr hinterher. Und wo ist jetzt La Volpe? So, wir gucken mal ganz unauffällig, ob der sich vielleicht hier irgendwo auf dem Markt tummelt. Ja, da oben ist eine Feder. Auf diese Federn lege ich jetzt nicht so mega Wert. Geh weg, du Barde. Verpiss dich. Ja, welch großes Glück. Gold, Geld, welch großes Glück. Wer von euch ist La Volpe? Wie erkenne ich überhaupt La Volpe? Das ist ja auch noch so eine Frage. Du bist La Volpe. Ein dicker Fuchs, aber ist egal. Auch mal mit dem Adlerauge arbeiten, wenn der hier rumspringt. Dann ja mit relativ großer, oder dann ist er ja mit relativ großer Sicherheit irgendwie für uns gekennzeichnet. Da ist ein Heuhaufen. Ziel lokalisiert. Sehr schön. Was? Meine Börse, mein Geld. Euer Geld? Ich habe euer Geld nicht. Komm zurück. Hol mich. Du machst einen großen Fehler, mein Freund. Genug davon. Allerdings, warum gibst du nicht auf? Gib zurück, was du gestohlen hast! Ich würde, wenn ich könnte. Kann aber nicht. Tut mir nichts. Bitte! Du
Ich sag's dir, fuck. Ich mach dich fertig, wenn ich dich kriege. Und wo bleibt da der Spaß? Er wird nicht entkommen. So, jetzt habe ich allerdings die Wachen an der Backe. Unschön. Ich habe kein Interesse, dich zu verletzen. Plötzlich sind wir auf dem Dach. Also gib mir mein Geld und wir sind quitt. Nicht so schnell. Was wollt ihr denn? Wer seid ihr? Man gab mir schon viele Namen. Mörder, Tagliagole, Dieb. Aber ihr dürft mich La Volpe nennen. Zu euren Diensten, Messer Ezio. Woher kennt ihr meinen Namen? Es ist mein Geschäft, alles in dieser Stadt zu wissen. Seid ihr nicht deshalb hier? Doch. Ich muss jemanden finden. Und wissen, wo er ist, bevor er es selber weiß. Wer? Francesco de Pazzi. In den Straßen erzählt man sich was von einer Karawane aus Rom. Einem Geheimtreffen, heute bei Sonnenuntergang. Dort könnt ihr etwas über Francescos Aufenthaltsort erfahren. Wisst ihr, wo es stattfinden wird? Ma certo. Lasst mich wissen, wenn ihr soweit seid. Dann ziehen wir los. Oh, ja. Yeah. Und hier ist euer Geld. Oh gut, die Wachen, es ist alles resettet worden. Die Wachen haben uns nicht mehr auf dem Kicker. So, festhalten, um das Adlerauge ein- oder auszuschalten. Ja. Ist das ein Hinweis, dass ich es unbedingt einschalten soll? Ne, die Zielperson ist auch so offensichtlich. Gut, immerhin haben wir unsere Kohle wieder. Das ist wichtig, denn wir haben gesehen, dass die Ausrüstung gar nicht mal so günstig wenn ist. Er so weitermacht. Ich verletze niemanden, nee, nee. Gucken wir mal, ob auf der Karte irgendwas Neues aufgeploppt ist. Nee. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge der Quest weiter nach und unterhalten uns ja nochmal mit La Volpe, denke ich. Für diese Folge sage ich danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und ciao ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es hier in Florenz weitergeht.